Ich bin Philipp Böwe, ich bin gelernter Zerspannungsmechaniker. Ich habe 2010 ausgelernt. Wir sind die Märkische Schaumfabrik. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mit ca. 30 Mitarbeitern. Wir stellen im Jahr ca. 500.000 Teile her. Alles rund um die Drehtechnik. Nicht mehr viel mit Schrauben zu tun, das ist noch von früherer Zeit. Jetzt mittlerweile seit 85 Jahren. Wir stellen allerhand Teile her, wie zum Beispiel diesen Klotz. Der wird verwendet in der Medizintechnik, in Spülautomaten. Dann haben wir sehr viele Teile für Siemens, die für ihre Schalter sehr viele Stahlteile brauchen, da heutzutage dort keine Elektronik verwendet werden darf. Dann haben wir auch verschiedenste Teile für Hydraulikaggregate oder auch Teile für hochpräzise Tätowiermaschinen. Also wenn wir einen Auftrag bekommen von unserer Fertigungsleitung, dann müssen wir entscheiden, auf welche Maschine gehen wir. Die müssen wir uns aussuchen, je nach Anforderung des Teils. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Teil nehmen, das ist ein relativ eckiges Teil mit vielen Bohrungen und Gewinde dran. Da gibt es im Moment nur eine Maschine, die wir haben. Auf die müssen wir dann raufgehen. Dann müssen wir entscheiden, welche Werkzeuge benutzen. Das ist ein besonderer Stahl, ein besonders harter Stahl. Da brauchen wir besonders harte Werkzeuge, die wir dafür aussuchen müssen. Und für jedes extra Gewinde brauchen wir ein extra Werkzeug, da jedes Gewinde ein bisschen anders ist. Solche Sachen müssen wir entscheiden. Wenn wir das dann fertig entschieden haben, müssen wir dazu das Programm kreieren, wenn auch ganz angelegt ist. Da müssen wir halt hingehen und gucken, wie muss ich fahren, um diesen Klotz und das Rohteil wegzufräsen. Sprich, ich mache hier Kreisbewegungen drum, gehe hier rein, mache dort eine Bohrung rein, mache dort noch eine Bohrung rein. Da muss ich halt entscheiden, in welcher Reihenfolge, mit welchen Schnittwerten muss ich arbeiten. Genau. Dann muss ich alles durchmessen, denn der Kunde möchte nur ein maßhaltiges Teil haben. Wenn ich mit dem Teil zufrieden bin, gebe ich es nochmal in die QS ein, in die Qualitätssicherung. Die entscheidet auch endgültig, ob es freigegeben ist. Und sobald es freigegeben ist, darf ich die Produktion starten. Wenn die Produktion gestartet ist, muss ich noch auf den Auftrag gucken, wie viel Material brauche ich, lege das Material bereit und drücke starten. Wenn die Maschine fertig ist, werden die Teile nachher zur Wäsche gebracht. Dort ist dann Verpackung und Versand dran. Die meisten Bewerber bekommen wir über Siemens zugeteilt. Sprich, Siemens trifft eine Vorauswahl für uns. Wir gucken uns die an. Wenn wir die Bewerber selber für uns haben möchten, laden wir sie ganz normal zu uns ein, per Vorstellungsgespräch. Oder auch, wenn sich Bewerber selber bei uns bewerben. Sprich, das Gleiche. Wir machen eine Vorausscheidung, wenn sie sich selber bei uns bewerben und suchen dann halt aus, wer zum Vorstellungsgespräch kommt. Was man auf jeden Fall haben sollte, ist Mathematik. Sollte man gut sein. Physik sollte man noch können. Man sollte wenigstens Deutsch können, weil Kommunikation ist wichtig in dem Beruf. Lesen sollte man können. Und auch handwerklich sollte man schon irgendwie begabt sein. Also nicht begabt, sondern man sollte es können. Das erste Lehrjahr verbringt man hauptsächlich bei Siemens, wo man die Grundausbildung beigebracht bekommt. Danach gibt es einen Schnupperkurs bei uns, wo man dann die Firma selbst kennenlernt. Woraufhin man nochmal für ein halbes Jahr für die Prüfung zu Siemens geht. Danach ist man hauptsächlich bei uns. Da wird dann halt beigebracht, wie richtet man die Automaten ein, wie läuft das bei uns in der Firma ab. Es macht hauptsächlich Spaß, eigentlich Maschinen einzurichten, wenn die das machen, was man möchte. Sprich, ich mache ein komplexes Teil, was mir eine bestimmte Kontur hat. Man muss auch immer im Hintergrund haben, dass es Stahl ist, was man bearbeitet wie warme Butter. Es macht Spaß.